Also du lebst, wir hören das raus, relativ ländlich. Da kommen Eichhörnchen auf die Terrasse. Und du bist ja auch sehr ländlich aufgewachsen. Und zwar kommst du, um es mal sehr deutlich zu sagen, noch nicht mal aus einem Dorf. Nein, ich bin an einer Straße aufgewachsen. Du kommst aus einer Durchfahrtsstraße. Zwischen zwei Dörfern. Ja, ich finde, jeder, der zwischen zwei gelben Ortsschildern aufgewachsen ist, kommt aus meiner Perspektive aus einer Metropole. Also wir hatten nur diese grünen Schilder, wo man ja nicht bremsen muss als Autofahrer. Und das ist ein norddeutsches Straßendorf, Assel-Lamour. Und es ist genauso, wie es sich anhört. Und da führt halt eine Straße durch und es gab eigentlich nichts. Und wie hast du da gelebt? Wahrscheinlich umgeben von sehr viel Natur, klar. Ja, aber natürlich auch als Jugendlicher danach natürlich traurig und frustriert. Und deshalb bin ich mit 16 auch nach Hamburg gegangen, um ein bisschen mehr vom Leben mitzukriegen, raus in die Welt. Und wenn man sich meine Biografie anguckt, bin ich ja diesen Impuls auch nicht losgeworden. Also ich muss jetzt hier mal weg, ist ja ein bisschen auch zu meinem Lebensmotto geworden. Wobei du ja auch immer wieder zurückkommst zu dem, was dich in deiner Jugend geprägt hat, nämlich die Natur, ne? Ja, das habe ich von vielen gehört, dass sie das eigentlich erstmal ablehnen, was sie so kennen aus der Kindheit, da raus wollen und dann aber wieder zurückkommen. Und zwar, je älter sie werden, desto stärker. Tatsächlich weiß ich nicht, wo diese Tierliebe, also bei mir ist es vor allen Dingen eine Liebe zu Tieren, viel mehr als zu Pflanzen. Also ich hatte einen Hund, mit dem ich aufgewachsen bin, der immer abends mit in meinem Bett lag, obwohl das natürlich verboten war. Also ich habe als kleiner Junge schon Nistkästen aufgehängt und Blindschleichen mit ins Bett genommen, was meine Mutter zur Weißglut getrunken hat. Ich weiß nicht, woher diese Tierliebe kommt, das ist offenbar angeboren, irgendein sozialer Defekt, der mir in die Wiege gelegt worden ist. Und das hält bis heute an, ja. Du hattest Blindschleichen im Bett. Ja, das waren so interessante Tiere. Ich dachte natürlich als kleiner Junge, das sei eine Schlange. Das würde mich heute noch umbringen. Ja, ich dachte natürlich als Junge, das sei eine Schlange. Und fand mich total abenteuerlich, mit einer Schlange im Bett zu liegen, bis mir dann jemand sagt, das ist nur eine Blindschleiche, ist überhaupt nicht cool.